RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. So, da sind wir, Lenny. Direkt in Werners alter Bude, Mann. Ich dachte, der will uns vereiern, als der uns seine neue Sommerwohnung vorgezeigt hat. Naja, Murat, im Sommer wird hier in der Bauruine sicher 40 Grad. Und Klimaanlage ist ja auch ein Fremdwort. Kann er sich doch ja nicht leisten von der Stütze, die der gräbt. Hast du irgendwie recht, Alter. Aber egal, wir sollten nun loslegen, ey. Ich will so schnell wie möglich wieder heim. Caro wartet schon mit dem Essen auf uns. Murat, mein Bester, hast mal auf die Uhr geschaut? Er ist schon 1400, Alter. Da hier wird bei euch noch was zu essen? Ich glaub's ja nicht. Ach so, ist schon 1400 vor Stalingrad, wa? Naja, okay. Du hast mich erwischt, ey, Alter. Es gab schon 12 Uhr Essen und ich wollte eigentlich ein wenig planschen gehen bei dem Wetter. Ach so, sag das doch gleich. Da bin ich natürlichstens mit dabei, Alter. Wir beide am Wannsee, Alter. Das wird nice, total nice. Ha, weißt du noch letztes Jahr, als die zwei Touristen zu uns meinten, Hilfe, da hinten, da schwimmen zwei Leichen. Da haben die uns noch glatt für Tote gehalten, für Wasserleichen. Nee, war das geil. Hey, ja, das war geil. Das waren wir beide, naja, im Grunde nicht tot, nur Altleichen halt. Und die sind voll erschrocken, als wir da am Ufer ganz normal gelaufen sind. Aber egal, ey, lass uns mal den Schrank nehmen, du. Du gehst vor, ich geh hinter, okay? Okay, hab ich. Na denn, auf drei. Eins, zwei, drei, anheben. Upp, ach, ist das ein schweres Teil. Mann, Mann, Murat, alles okay? Murat, hey, Alter, noch da? Na, Lego, Alter, ich bin noch da. Klingt aber gar nicht so, als wenn du noch in der Nähe bist. Lässt den Schrank fallen. Mann, Alter, wo bist du denn? Hier unten. Ich wollte 2 Schritte nach hinten machen, damit ich den Schrank besser anheben kann, beziehungsweise mich besser bücken kann. Und zack, geht's 2 Etagen tiefer. Aber gebrochen hast du nichts, oder? Irgendjemand sonst noch verletzt? Also wenn ich breche, dann nur nach einem Kasten Bier und 3 Jägermeister. Sonst fühle ich mich wie neu geboren, Alter. Nur hier unten ist es ein wenig dunkel. Ich werde mal meine Taschenlampe nehmen und die Lage checken. Murat, nee, komm lieber raus. Murat, Mensch, Alter, komm raus da. Mann, dass der nicht auf mich hören kann. Scheiße, nun muss ich auch noch da runter. Boah, Lenny, hier unten, hier ist ein langer Gang, du. Ich werde mal lang gehen. Der kommt doch allein noch nicht mal über den Fußweg. Und nun macht er einen auf Indiana Jonas. Mensch, krass, da vorne, da ist ja eine Art, wie sagt man denn, eine Art Deckel mit Hahn dran, mit Rad. Naja, da werde ich mal an dem Rad drehen, ey. Ich hoffe aber echt nicht, dass das ein Gashahn ist oder sowas. Naja, am Rad drehen tust du doch eh, Alter. Murat, Mensch, Alter, ich taste hier rum wie ein Maulwurf. Ich sehe nichts, außer das Licht am Ende des Ganges. Bin ich tot? Nee, anscheinend nicht. So stelle ich mir den Weg ins Paradies vor. Hey, hier ist ein Knopf, ich klipp's mal. Boah, geil, Alter, Simsalm und es werde Licht. Lenny, du bist echt krass. Du klickst da einfach drauf, auf einen Knopf und schon wird's helle. Boah, wie ein Hexer. Naja, ich denke doch mal, ist der Sinn eines solchen Lichtschalters, dass wenn man draufklickt, es hell wird. Also das Licht angeht, oder? Stimmt, mein Bester, irgendwie hast du recht. Irgendwie ist das logisch. Aber schau mal da vorne, einen Aktenschrank und ein Tonbandgerät. Ich schaue mir das mal von näher an. Ja, die ist ein Revox D26. Das ist das erste Tonbandgerät mit dem Namen Revox. Krass. Und ich darf das in meinen Händen halten. Hammer. Das klingt ja fast so, als wenn das Teil so alt wäre. Hast du schon nachgesehen, ob da ein Tonträger drin ist oder ein Tonband? Naja, das ist ein Dynafox. Das ist 45 produziert worden im Krieg. Ab 51 hießen die Dinger ja dann Revox. Oh, da war da irgendwo eine Steckdose. Moment, warte mal, ich hab da eben jetzt gesehen. Ah, da vorne, da ist eine Steckdose. Mensch, Lenny, du bist ein Optimist, hey. Wir sind hier in einer Bruchbude, 10 Meter unter der Erde und du willst hier nach einer Steckdose suchen. Alter, ich will deinen Optimismus haben. Hey, das Einzige, was es hier gibt, sind Knöpfe und da einen Schlüssel und den man rumdrehen kann. Hast ja recht, Mohan, aber irgendwie müssen wir das Ding noch zum Laufen bringen. Ich will unbedingt wissen, was der Werner hier unten so bunkert. Ich drehe das Ding einfach mal rum, warte. Geil, Alter, du hast es mal wieder gepackt. In einer grenzenlosen Dummheit hast du es geschafft und einen Generator gefunden. Für diese Ader bewundere ich dich wie immer. Tja, entweder man hat's oder man hat's nicht. Das ist halt Gott gegeben. Apropos gegeben, gib mal Gas, Lenny, ey, und schmeiß das Ding mal an. Ich will mal hören, was der olle Werner für Mucke aus dem Band hat. Eventuell die lange verschollenen Beatles-Platten oder irgend so eine geheime Sache von den Beatles. Gute Idee. Ich starte das Ding mal. Ach du Scheiße, von wem die Beatles-Platten? Ach du Scheiße, ey Lenny, geht dir das selber durch den Kopf wie mir? Nee, eigentlich nicht. Ich lass mir ja nicht viel durch den Kopf gehen, aber bin ja mehr ein Gefühlstyp.
Aber sowas? Nee, nee, nee. Na, Werner hat hier die geheimen Aufnahmen der ersten Hip-Hop-Band der Welt. Die Beatles haben den Hip-Hop erfunden, irre, oder? Ich glaub, der tut die Luft nicht gut hier unten. Der Schimmelgeruch wirkt bei dir schneller als sonst. Alles ist möglich, Alter. Alles ist möglich. Mir auch scheißegal, ey. Gerade mir wird's hier unten zu eng, stickig und alle gemein. Gleich ist 19 Uhr und ich will in die Schenke. Und Caro wartet auch schon mit dem Essen. Werner ist der uneheliche Sohn von... Nee, oder? Mann, kann das sein? Mach du nur mal. Ich marschier mal hier raus. Mord, Alter. Das ist ein Stück Geschichte. Wenn das hier rauskommt an die Öffentlichkeit, dann verändert das die Weltgeschichte in allen Ecken. Hey, Mord, du konntest doch nicht einfach gehen. Aber, ach Mann, Alter, ich komm mit, warte doch. Hey, alleine kann man die auch nirgends hinlassen. Jo, stimmt schon. Also, auf geht's zur Schenke. Sag mal, Mord, glaubst du echt, dass Werner der uneheliche Sohn vom Führer ist? Glaub ich an Gott? Nee, also ich glaub nicht, dass das so ist. Werner ist ein kleiner, knuffiger, alter Rentner, der viel Jägermeister trinkt und der viel trinkt junge Frauen mag. Und ein typischer Rentner ist. Ja, stimmt schon. Irgendwie, naja, egal. Lassen wir das Thema. Mord, denkst du dasselbe wie ich? Na, ist doch Lego. Wir sollten schleunigst das Feld verlassen und in eine Schenke ein Trinken gehen auf den Schreck. Nee, eigentlich nicht. Ich dachte, wir stellen das Beweismaterial sicher und holen uns den Finderlohn ab. Dann machen wir einen Reibach. Nee, danke. Kein Bock auf zig Fragenbögen ausfüllen und so. Ich mach mir ja nun auf den Weg. Kannst ja hier unten alleine weiterbuddeln. Eventuell findest du ja auch noch das Bernsteinzimmer oder den versunkenen Führerschatz. Aber du hast nur 2 Stunden Zeit, Alter. Have fun. Aber Mord, du kannst doch nicht einfach gehen. Mord? Scheinbar doch. Ach, scheiß auf den Ruhm. Ab in die Schenke. Mord, warte, komme. Berlin. Du bist so wunderbar.